So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Und wir werden für Odin wieder Ressourcen sammeln. Nein, für uns, weil, genau, Wolfsarmor, Silberschwert und diverse andere Sachen und dann aufwerten und ich entmühe mich, weil ich will auch heimlich noch ein Drachenei mitnehmen. Wir brauchen nämlich 3 Stück für den Drachen. So. Apropos Darko. Was mir gerade noch so einfällt. Ja? Der Drache. Ja, ist ja der nächste Gegner. Der braucht ja 3 Dracheneier. Ja, und du hast noch eins gefunden, ja. Ja, ein Drachenei wiegt aber 200. Das heißt, jeder kann nur eins mitnehmen. Wir können die zwar im Boot transportieren, aber wie machen wir das dann den Berg hoch? Warum den Berg hoch? Wir müssen hundertprozentig auf den Berg. Ich weiß zwar, wo der ist, aber ich kann mir halt nur vorstellen, dass der eben auf einem Eisberg ist, weil es ein Eisdrache ist. Klingt jetzt blöd, aber da hätte ich gesagt, alles auslegen, außer Met und vielleicht eine Waffe und dann hochkraxeln. Bringt nichts, dann liegt ja nicht so viel. Bringt nichts, du hast nur 300 Gewicht frei und 200 nimmt ein Ei ein. Ja genau, alles ausziehen, Rüstung aus, Inventar leer räumen. Dann hast du nur 300 Gewicht und 2 Eier wiegen aber 400. Ja, natürlich nimmst du nur eins, läufst hoch, läufst wieder runter, nimmst das nächste, läufst hoch und so weiter. Dass da oben eine Kiste ist, wo wir das halt lagern. Natürlich kann man nicht alles mit einem Mal. Oh, ich bin schon vorbei. Ups. Naja, mal gucken. Wir müssen ja erst einmal dahin kommen. Und das ist auch wieder ein wunderschöner Weg dahin. Ich weiß nicht, ob du das noch gehört hattest, weil wenn du die Map aufmachst, ist ja rechts oben der Knochenwanst. Ja, das habe ich mitbekommen. Gut, ja. Und links oben die Drachenmutter von der gleichen Entfernung her eben. Ja, gut. Oh, ich renne wieder, Mensch. Oh, es fängt an zu schneien. Wow. Im Spiel oder? Ja, echt? Nee, im Spiel. Ey, bei uns ist es so warm, wenn hier Schnee runterkommt, da fresse ich einen Besen. Wie gesagt, das Wetter spielt verrückt, wie wir wissen. Es ist aber wirklich so ekelhaft warm momentan draußen. Und meine Kinder hier bei dem Wetter, ich würde mit denen an den See gehen. Du, mein Sohn, der kennt da nicht, der springt da eiskalt ins Wasser. Ja, warum nicht? Ich verstehe auch die Leute nicht, die dann immer rummeckern. Hier, das Wasser ist mir nicht clean genug. Naja, das ist mir scheißegal. Mir macht nur die Kälte manchmal Gedanken. Wie kann der da reinspringen, wenn ich mir da alles abfriere, wisst ihr? Da sind Kinder aber noch anders. Ja, meine Tochter ist da aber genauso. Ey, das ist zu kalt. Ja, bei der kann aber nicht abfrieren. Wie bei uns Kerlen. Nein, ich rutsche jetzt nicht den ganzen Scheißweg wieder runter, ey. Bitte nicht. Ja, da oben ist ein Drache. Ja, das ist so ein Babydrache. Wieso bin ich eigentlich vor dir oben? Wenn es so weitergeht. Weil ich zweimal schon runtergerutscht bin. Hab ich den gekillt? Ja. Wenn die das nicht mitkriegen, ist es halt meistens One-Shot. Vor allem, wir haben ja den neuen Bogen. Stimmt auch. Das wird das Silbererz hier im Stein drin sein, was mir so angezeigt wird. Ja.
Ich komme gleich wieder. Ich muss mal ganz kurz. Ein Wikinger muss mal kacken. Mitten in der Aufnahme, echt? Ich sag ein Wikinger. Nicht ein Ike. Hä? Man kann in diesem Spiel doch gar nicht. Ach Gott, was mir hier schon wieder. Oh. Ja, ich bin gleich wieder da. Dann lässt er mich alleine die Scheißarbeit machen. Ey, komm, ich habe gerade Damage gekriegt, ja. Ich will nur zu dem einen Punkt. Da ist er. Hier hatte ich nämlich Kontakt mit Fenrir. Das habe ich aber leider nicht in der Aufnahme. Ach, da liegen noch die Sachen vom kaputten Wagen. Ups. Nee, nur Holz. Okay. Was hast du gerade gemacht? Ich dachte, ich wäre unter Tage und da. War aber nicht so. Nö, ich höre einfach nur ein Geschrei vom Drachen und denk, juckt mich doch eh nicht. Kann er ruhig schreien, oder? Nervt er mich schon? Ja. Ich komm kann gleich. Nicht weitermachen. Ja, dann schießen erstmal ab. Ich spring dann gleich mal Holz mit hoch, dass wir da eine Kiste setzen können. Ich muss nämlich kurz zum Wagen runter. Ich bin gerade überladen. Ach, hi Drache. Also gegen die Viecher sind die Feuerpfeile viel besser. Muss ich ehrlich sein. So, hab ihn. Ja, stimmt schon. Ja, ich habe ja auch gerade gegen ihn gekämpft, also. Also. Nee, dann lieber Feuerpfeile gegen die Viecher mitnehmen. Ich habe immer Feuerpfeile mit. Das sind so meine Lieblingspfeile. Vor allem, weil sie auch Licht machen. Ja, wenn du zwei und ein paar unterschiedliche Pfeile dabei hast, ist es auch dumm wegen Gewicht. Stimmt schon, aber ich bin immer zu faul, die auszutun. Dann wunderst du dich, dass du die so viel schleppen kannst. Apropos, ich bin voll. Ja, ich auch. So, dann ganz kurz. Ich brauche 10, 20 Holz braucht man. Stellen wir uns da oben erstmal eine Kiste hin, ne? Auch 24 schon, okay. Da unten oder hier oben? Ich stelle bei uns oben dort eine Kiste mal hin. Also, weil ich gerade beim Rückrutschen bin. Ja, kannst erstmal runterkommen, bis ich oben bin. Ist der Wagen denn da? Ja, ja, der steht dort, wo ich ihn abgestellt habe. Bergklettersimulator 2021. Und es wird Nacht.
Zum Glück habe ich einen Hammer dabei. Einmal Werkbank. Komm, lass dich hinstellen. Ja. Rache. Ja, schieß mich ab. Das war Silbererz, okay. Ich hab da auch irgendwo Silbererz schon hingelegt. Ja, hab ich schon aufgesammelt. Ey, was für ein Reinfall, wenn das jetzt. Also bei meiner Ecke ist definitiv nichts mehr. Nee, bei meiner da hinten auch nicht, das hätte ich dir aber sagen. Irgendwann muss ja auch das größte Vorkommen als hier angehen. Ja. Ob man den ganzen Berg abtragen kann? Ich glaube. Das würde dann hier halt performancemäßig extrem zu lecken. Oh. Ich blick hier vor lauter Erzen gerade nicht mehr durch. Es ist Nacht. Nee, es ist Nacht. Das heißt? Drache, Ike. Ja, den habe ich schon gehört. Ich habe auch noch was anderes gehört. Wölfe? Einen ganz bestimmten Wolf. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Also es schlägt noch aus, dass hier was ist. Nee, der spezielle Wolf ist nämlich Fenrir. Wenn du dann mal Zeit hast, ist jetzt nicht dein Ernst, Darko. Du hast die Kiste geschrottet von uns. Komm her, ich hab noch das Material. Pass auf, hier oben ist noch die Werkbank. Ah.
wollte ich jetzt sagen? Oh, jetzt bin ich so aus der Fassung gebracht worden. Ist hier irgendwo noch was? Würde ich nicht sagen, dass da noch was ist. Gut, dann würde ich das runterbringen wollen, das Zeug. Und? Du kannst mal, komm mal her. Da oben ist ein Gebäude, geh mal da rein. Vielleicht ist es nämlich das, wo der Runstein drin ist, wo dir dann die Drachenmutter angezeigt wird. Wäre auf jeden Fall geil, dann wüsstest du nämlich auch, wo die ist. Aber die Wünschelrute steckt bei mir halt immer noch aus. Und nämlich vor dem Fenrir-Wolf in 8. Ah ja, ja. Wurde bei mir markiert. Okay, sehr gut. Die steckt bei mir überall aus. So ungefähr. Yay! Rutschen! Irgendwo wird hier gekämpft. Ach, da ist so ein Blauaugentyp, sie. Komm mal her, du Arsch. So. Fünfundzwanzig Stück haben wir hier drinne. Da pümmelt ein Skelett rum. Ja, tschüss. Ich hab wieder ein Silbererz. Ja, da war ich. Ich hab halt dort noch dort, wo ich das Drachei geholt hab, noch ein angefangenes Silbererz. Egal. Das ist halt hier auch schön nah an den anderen dran. Jetzt muss ich gerade. Das ist in die Richtung. Da kann ich mit dem Anhänger hier ein Stück zu der Seite. So. Wirst du es bei dir jaulen? Schon die ganze Zeit. Auch dieses Arr, 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 Arr. Ja. Okay. Gut, dann setze ich jetzt hier einen kurzen Cut und ja, wenn was passiert, starte ich die Aufnahme. So, nach einem kurzen Cut sind wir zurück. Darko hat sich bereitwillig dazu erklärt, mit dem Boot zu fahren. Und ja. Darko, hältst du mit einer Ebene an und bringst Molten Berries mit? Bitte, echt jetzt? Wir haben nur noch 8 Stück und ich brauche 10 für einen Trank. Schau mal auf der Map, wo ich bin. Da ist nirgendwo eine Ebene. Geht gerade nicht. Sag mal, die ganzen kleinen Mini-Popeltränke, nur die brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr. Wir sind da jetzt schon auf dem verbesserten Zeug. Ich sag so, die Mini-Popeltränke verwende ich immer noch. Weil dann, ich so gut wie nie Tränke verwende. Dann mach das so. Die Schmelzen sind alle fertig. sechsundzwanzig Rohsilber haben wir noch. Wird Zeit? Wird Zeit, wird Zeit. Ah.
So. Gut, das vorletzte Rad hat jetzt alles durch. Oh, das. Oh. 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 Oh, oh, oh. Was? Warte mal. Warte. Gut, das. 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 Und das. Ja, Darko. Dafür, dass du mit dem Boot fährst, kriegst du dann von mir Wolfsbeinschutz und Wolfsbrustschutz. Ich habe für jeden jetzt einmal hergestellt. Unser Wolfsfell hat. Mangelt es danach an Wolfsfell oder an Silber? Silber und Wolfsfell, aber warte mal, ja, das, was dazu kommt, ist der Drachenhelm. Ja, Wolfsfell, wie viel hast du gerade dabei aktuell? Einen. Gut, dann fehlt uns noch einer. Wir haben nur noch zwei. Dann müssen wir mal irgendwann Wölfe töten gehen. Ich werde meinen aber gleich mal anziehen. Gucken, wie das aussieht. Oh. Da. Einmal schön ins Rampenlicht stellen damit. Okay. Ja. Ich leg deine. Das hast du ja irgendwo eine leere Kiste. Ja, in die letzte. Der Kisten. Okay. Meine kommt hier rein. Die sieht geil aus. Sie hat einen schönen Pelz mit drauf. Wir brauchen auch von diesen Drachenköpfe für den Helm. Haben wir da nicht welche? Einen an der Wand, einen im Gepäck und zwei Stück brauchst du. Ich werde dann noch welche offscreen looten gehen, dass wir auch gleich noch den Helm machen können. Umhang gibt's ja sonst keinen, oder? Wolfsfellumhang. Ich gucke gerade. Loksumhang, Wolfsfellumhang. Wolfsfellumhang. Ein Wolfskopf und sechs Wolfspelz. Resistent gegen Eis. Loksumhang, resistent gegen Eis. Zwei Silber, sechs Lokspelz. Aber ich denke mal, um das Set ver. Ach so. Ach, wir brauchen dieses Kretin für die Abyssil-Harpune. Chitin. Ja, Chitin, genau. Hä? Oder Keratin. Nee, Chitin. Da würde ich dann gleich nochmal ins Schneegebiet offscreen gehen und Köpfe und Wolfsfell farmen.
Und mit dem Eisen, was du jetzt bringst, können wir dir dann auch noch einen Helm machen. Ich habe mir nämlich jetzt schon mal ihn gemacht. Eik, du bist heute durch mit dem Silber, was ich dir bringe. Silber, ich habe mir jetzt nämlich einen Helm gemacht. Das nächste ist dann dein Helm. Und dann war's das eigentlich. Dann ist ja nur noch das Schwert für dich. Und das Aufrüsten kostet halt dann ewig. Ich denke mal, das Schwert wird als allerletztes aufgerüstet. Ich kann ja mal gucken, was jetzt die Rüstung aufwerten kostet. Upgrade. 5 Silber für Stufe 1 zu 2, dann 10 zu 2 zu 3, 15, 3 zu 4 und 20, 4 zu 5. Okay. Das heißt, bei dem Schwert, dadurch, dass das so viel Silber braucht, können wir mit 10 Silber für Stufe 1 zu 2 rechnen. 15, 2, 3, 20, 3, 4, 25, 4, 5. Ist nochmal zwei komplette Vorkommen. Nur Pro allein Person oder insgesamt. nur für das Schwert. Na dann. Gut, dann würde ich jetzt. Alter, dieser Helm, ne? Passt gar nicht zu einem Wikinger, aber okay. Ich würde jetzt kurz die Folge hier beenden. Und müde mich kurz. So, dann sind wir jetzt soweit und haben die, ja, fast komplette Wolfsrüstung. Es fehlt nur noch der Umhang. Den werde ich dann in der nächsten Aufnahme herstellen, denn ich werde jetzt erstmal Köpfe, Leder und alles Mögliche farmen. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.